Ja. Ja, ich bin wirklich so schlau. Baum in der Nähe? Ich hab einen Schaden. Oh. Die Schafe, wenn man die kaputt macht, dann bekommt man auch Taler. Ja. Glaube ich sogar. Ach, Steffi. So schlau. Erzähl, was hast du ja, ich bin ohne Spitzhacke losgerannt. Oh. Hau ab, du. Na komm. Na. Ich hab da jetzt einen Baum angefällt, allerdings nicht ganz. Steht neben dem Portal. Muss man halt mal irgendwann mal machen. Yep. Ich renne durch die Gegend. Ich hoffe immer, dass ich nicht irgendwo runtergekickt werde, aber ich werde schon mutiger, ich merke das. Geräusche vom Portal, die gehen mir auf Sender inzwischen. Oh, die sind so schön! Ja, waren sie auch am Anfang, aber wenn du sie jetzt die ganze Zeit hörst. Ja. Was halt richtig cool ist, du kannst. Wenn du andere, also wenn du mehr Glowstone hast, werden wir uns dann auch mal organisieren. Kannst du das Portal versetzen? Ach, cool. Kann man sich das dann hier hinpacken, ja, oder was? So cool. Wird dann aber ein ganz weiter Weg in den Berg gebuddelt, dass man die Geräusche ja nicht mitkriegt. Echt? So machen wir das. Nein, 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 nein. Ist. Ich habe ein Problem. Ups, was hast du denn? Nichts mehr zu essen bei. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Das ist ein Problem. Ja. Soll ich dir was bringen? Ja. Okay. Ich komme. Autsch. Neben dem Dungeon-Turm, wo du dich da so, so ein komisches Hütchen gebaut hast, steht ein grüner Baum. Daneben ist ein Loch, da bin ich drin. Bin ich drin. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder zurückfinden. Und du sagst, das ist nicht weit, ne? Nee. Okay. Dann versuche ich's mal. Hau ab. Wow! Und tschüss. Ja, ich habe ja nicht so wirklich die Render Distance. Da ist unsere Hütte. Guck mal hier. Auch nicht schlecht. Nein! Was passiert? Ja, keine Ahnung. Eine Wolke hat mich unten in einem Loch erwischt. Ach Gott. Ja, aber ich weiß, wo das Loch ist und ich weiß, wo auch das Zeug drin liegt. Ich hoffe bloß, dass das Zeug jetzt nicht kaputt gegangen ist noch. Ja. Wenn nicht, dann bauen wir uns einen neuen Altar. Ah, schon, aber da ist mein Schwert mehr drin. Aua. Stimmt. Hier. Oh. Schaffst du es alleine? Werde ich sehen. So, ich bin jetzt. Ja, ich hab mein Zeugs wieder. Cool. Ich brauch voll Energie hier wieder, also. Sehr cool. Du bist wieder am Haus bei uns hinten. Ich? Ja, an der Baustelle. Ja, genau. Da Au! Mann! Ich baue mal hier so ein paar. Ich glaube, ich habe wieder einen goldenen Apfel bekommen. Schau mal. Ja. Weg mit euch. Wo seid ihr? Feigling.
Den habe ich platzen sehen. So viele? Hä, hey, jetzt hau ab. So, ich bin wieder da. Oh. Ich hab den Altar dabei. Yay. Ich muss erstmal die Viecher hier beseitigen, ey, sonst lassen die mich nie in Ruhe. So viele jetzt auf einmal. Aber mächtig. 5 oder 6 Stück sind hier. Nee, ich glaube, das wird nichts. Ich denke, ich muss erstmal nach Hause kommen. Wow. Boah. Jetzt bin ich gleich platt. Ich habe ein halbes Herz. Zack, hier reingerannt. Ich bin reingerannt. Hier, ich bin bei dir. Ich bin jetzt wie eine Irre hier durch die Gegend gerannt, ey. Oh Gott. So. Ich glaube, zu futtern haben wir jetzt ganz gut. Ja. Ich guck mal, was die Amber machen. Also in der Hand kann man die nicht nehmen. Golden Amber. Ja, ich habe ja den Vorteil, ich kann nebenbei gucken, ne? Ja. Dann nutzt den Vorteil doch. Ja, ich versuch's gerade, aber irgendwie. Whiteberry? Nein! Genau das wollte ich vermeiden. Ich kann gerade nicht gucken. Okay, kein Problem. Ausschneiden. 27 Federn. Nicht schlecht. So. Ja. Ja, was willst du bei uns in der Hütte, ey? Du spinnst ja wohl. Einer kommt da noch. Da unten steht auch noch einer. Ja, hier sind aber auch massenhaft jetzt, ne? War ich das gerade? Entschuldigung. Nicht schlimm. Holzzäune. Baum dahin. Sind noch Viecher drumrum. Verschwinde. Du auch. Oh, noch einer. Komm her. Okay, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen Ruhe. Bäume hier sind komisch. Warum? Weil die so komisch gewachsen sind. Da ist überall Holz drin. Au. Ja. Stimmt. Also manche sind da echt, schauen da echt ganz komisch aus. Oh, ich habe ein Setting davon bekommen. Dankeschön, Arsch. Denn wenn wir solche Worte verwenden, irgendwas unten drunter schreiben? Ja, liebe Leute, ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Aussprache, aber das passiert mir öfters mal. Sorry. Ja, mein Gott, was ist damit? Hast du schon mal ungespielt gesehen? Na? Nein. Ja, die benutzen ganz andere Worte. Und Arsch finde ich jetzt auch nicht wirklich schlimm. Es sei denn, du hast damit ein Problem, dann würde ich mich natürlich zusammenreißen. Da hat euch einer auf dem Kieker. Kennst mich. Ja, ich wollte ja nur mal fragen. Da ist noch einer. Zack und tschüss. Ey, da oben. Es wird Nacht. Ja. Weil da oben ist nämlich wieder so ein schwarzes Vieh. So. Ich würde aber trotzdem gerne mal hoch. Bären, ja. Also bei mir verpuffen die definitiv nicht, die Viecher. Mal gucken, dass wir die irgendwie dann anders anbauen. Draußen dann später oder so. So.
Hast du noch Healing Stones? Einen habe ich noch, den habe ich aber da reingeschmissen. Nö, nee, frag nur. Könnte ich noch ein paar machen? Aber erst zeige ich dir was anderes Cooles. Okay. Ja, so. Ja, einmal vergiften muss immer drin sein, ne? Zu. In die Vergiftung habe ich voll was, ne? Hilfe. Ja. Noch Platz im Inventar, komm mal rein. Ja, ich habe noch Platz im Inventar. Hier ist hingegen Vergiftung. Vergiftet wirst essen. Ah ja, genau. Stimmt, hattest du letztens schon gesagt. So, guck mal, ich guck mal. Ich hab... So, auf Altar. Ja. Lauf. Das sind deine goldenen Äpfel. Ah. Na, das ist Enchanted Berry jetzt. Das ist kein goldener Apfel. Was ist da jetzt der Unterschied? Keine Ahnung. Aber ich habe schon wieder einen goldenen Apfel. Mit Orangen auch? Nee. Ich hatte vorhin jetzt noch zwei Green Air Cloud gefunden. Kann man sich damit hier einkleiden oder was? Aber diese Erdbeeren, die wir hier haben, sind auch nicht die, was ich kenne. Ich wollte mal gucken. Da ist schon wieder irgendjemand vor unserer Tür. Die Erdbeeren kann man schauen. Mit denen geht irgendwas. Ah ja. Ui. Das ist eine Rainbow-Erdbeere. Oh, geil. Oh, wie schön. Oh, das fängt ja langsam richtig an, Spaß zu machen hier. Brauchen die eins, zwei, drei, vier. Ich hab noch eine. Ja, ja, ich weiß. Ui, was hast du denn da? Oh, was machst du denn? Erdbeeren. Nicht abbauen. Oh, Entschuldigung. Ich wusste jetzt nicht, dass das so geht. Darf ich auch mal was versuchen? Ja, klar. Oh. Du musst mit rechts draufklicken. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Das merkst du aber, wenn du es reinlegst. Okay, Entschuldigung. Mach du mal. Schau oder mal mach auf. Zwei oder so. Was? Ich wollte jetzt mal eben kurz was anderes machen und zwar haben wir noch Holz hier drin. Dann nehme ich das, kein Problem. Mach mal die Erdbeeren gar fertig. Ja. Weil die scheinen was machen ja die dann? Anscheinend mehr zu kriegen als die. Als die blauen Erdbeeren. Ja, gut, für irgendwas werden die gut sein. Ja, zum Essen. Die kann man essen. Nein, ich meine, wenn du die enchantest. Ja, werden mehr Energie bringen, denke ich mal. Ja. So, ich wollte nämlich mich mal hier hochbauen. Hier. 7 Regenbogen-Erdbeeren. Ich habe auch noch 2. Ja, ich lege die erstmal in die Kiste. Waren die Rosen, dein Anfangsgeschenk, eigentlich hier Pflanzen? Das weiß ich nicht. Nee, geht nicht. Och Mann. Wäre ja schön gewesen. So. Mach mal denn jetzt weiter. Ich buddel mich mal hier auf die zweite Etage. Vielleicht können wir uns hier oben dann ja auch nochmal irgendwie niederlassen oder so. Na komm. So. Die Kisten hier stehen lassen, oder? Ja. Oh, ich bin oben. Okay. Gucken, ob ich so weit komme mit meinen Leitern. Glaub nicht. Nee. Also Leitern gehen? Ja, ja, Leitern kann man bauen. Ah doch, komme ich hin. So, okay, dann haben wir jetzt auch einen Weg nach oben, aber da oben stehen mir zu viele Viecher, habe ich gesehen. Ich habe das Zeug jetzt bloß mal kurz abgebaut, weil ich hier ein bisschen sortieren gleich will. Ja. Willst du diese Steine lassen oder willst du die anderen dann nehmen? Ja, ich würde die anderen dann nehmen. Aber ich hatte halt jetzt erstmal einfach nur so zugebaut. Oh, hallo.
Du bist also der. Ja, dann mache ich nämlich die Wand hier schon mal aus den Steinen. Ja, das ist gut. Du willst unbedingt erschlagen werden, ne? Schaffe ich aber nicht. Da ist er doch. Und noch einer. Yay! Jetzt steckt der im Baum drin, der Doofe.